So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar haben wir gestern, ich versuche das direkt nacheinander hochzuladen, diese super neue, geniale, kinderfreundliche 4-Käse-Deluxe-Pizza getestet von Pizzatainment Presents. Das ist die Wario und Waluigi-Variante. Ihr seht da Wario und Waluigi. Und wenn wir jetzt das W rumdrehen und zu einem M machen, haben wir dann Mario und Waluigi. Aber weil es den nicht gibt, lassen wir den Anfang einfach weg und haben dann einfach Mario und Luigi. Das ist aber kein Käse, das ist dann Triple Salami. Und die ist so rot wie meine Mütze. Das finde ich sehr gut. Salami, Chorizo, Salami, Cabrese Style. Was da genau also alles drauf ist. Bei der 4 Käse standen auch 5 Käsesorten drauf. Hier steht Pizza mit schnittfesten Mozzarella, Chorizo, Salami, Peperoni Salami und Hartkäse. Das heißt, der schnittfeste Mozzarella hat nicht als Käsesorte bei der Käsepizza gezählt, sondern es gab Emmentaler, roter Cheddar, Gorgonzola und Hartkäse. Aber Hartkäse steht ja hier auch drauf. Dann ist es nur Emmentaler, roter Cheddar, Gorgonzola gewesen. Fertig. Bei Mozzarella, Hartkäse ist ja eh überall drauf, auch hier. Und hier besteht es also aus Peperoni-Salami, Salami und Chorizo. Da hoffe ich jetzt, dass die besser schmeckt wie gestern die andere. Denn die fand ich für eine Käsepizza eher richtig low. Der Käsegeschmack kam nicht so wirklich durch, dann war die immer zu total süß. Hier steht ja auch Sweet Sprinkles. Vielleicht hat einer schon mal gegoogelt, was Sweet Sprinkles sind. Und ihr könnt immer noch eine von 3 Nintendo Switch gewinnen, wenn ihr euch so eine mega teure Pizza kauft. Die kostet, glaube ich, 4,70 Euro. Irgendwie müssen sie ja die Switchs wieder reinkriegen. Ansonsten schön dieses Mario-Bild drauf und das Luigi-Bild. Also das ist natürlich schön. Jeder Fan wird sich das jetzt holen. Aber ich kann jetzt schon sagen, diese 4 Käse würde ich niemals weiterempfehlen. Würde ich niemals nochmals zweite Mal holen. Da habe ich schon andere Käsepizzen gehabt, die deutlich besser waren. Bin aber jetzt mal gespannt, was die hier kann. Weil Chorizo und Peperoni Salami kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Haben wir jetzt mal hier ausgepackt. Sieht jetzt gerade so aus. Ist alles gefroren, kommt in den Ofen. Hier fliegt alles rum. Soll Chorizo dann das Bröckelige sein, was hier rumfliegt? Salami, Peperoni Salami, obwohl diese Wurst sieht eher aus wie Chorizo. Dann haben die Peperoni-Salami klein. Ich verstehe es nicht. Wir hauen es jetzt in den Ofen, gucken dann mal, wenn es fertig ist, wie es schmeckt. So, Eimer auf, Eimer raus, Eimer nein. Scheiße, fertig. Adi, Schatz, nicht schon wieder die Folie naschen. Und wenn es nicht würzig genug ist, immer wieder Tabasco, der Klassiker. Auf jeder Party. So, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Das heißt, die Pizza ist fertig. Ich habe die jetzt auch schon geviertelt. So sieht die jetzt ungefähr aus. Ich möchte aber nochmal den Pizzakarton hier nehmen. Triple Salami Explosion für das Thumbnail am besten. Ich weiß, so neben den Kopf, so und dann die Pizza damit rein, dass man das sieht. Triple Salami Explosion. Die riecht aber auf jeden Fall schon wieder sehr merkwürdig, muss ich sagen. Adi Schatz, guck dir an, der Adi Schatz, wie der da wieder rummacht. Also, ich meine, sieht an sich ja vielleicht gut aus jetzt. Es ist aber irgendwie auch schon wieder total fettig. Ich habe die geschnitten. Zwischen den Stückchen, die ich geschnitten habe, ist da die ganze Fettbrühe rumgelaufen, rumgesuppt. Sieht man also hier. Wenn du das mal so wegziehst, wie sich hier diese ganze Fettschmiere da unten. Aber das ist halt Salami, deswegen essen viele Leute auch einfach nur Schinkenpizza, weil die nicht so fettig ist. Man könnte denken, ich habe schon Tabasco drauf, habe ich aber nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Die riecht nämlich trotzdem irgendwie ein bisschen süßlich. Vielleicht habe ich aber auch einfach irgendwas an der Nase und deswegen nehmen wir uns dieses Stück, was wir die ganze Zeit hier rumzerren,
Boden finde ich wieder super. Die ist auch nicht so hart. Manche, die kannst du ja, als wäre es eine Schallplatte, in die Ecke stellen. Hier, wenn du es hochhebst, siehst du, der Boden, der sackt langsam ab. Ist also trotzdem noch weich. Hier hinten kann man eindrücken. Knuspert ganz leicht. Wir beißen jetzt einfach mal in dieses Salami-Stück. Was eine dezente Salaminote. Da ist ein bisschen Schärfe da von der Peperoni-Salami. Da ist so eine richtig aufdringliche Fettnote, wahrscheinlich von der Chorizo. Und denke ich mal, manche würden jetzt sagen, boah, ist das fettig, nee, das kannst du gar nicht essen, geh mal weg hin und her. Gerade wenn die jetzt für Kinder ist, für Kinder geeignet, durch das Design und die Eltern das den Kindern kaufen, finde ich, ist es vielleicht ein bisschen zu fettig, zu ungesund. So eine normale, wo nur Salami drauf ist, ist ja schon schlecht, aber hier mit Triple Salami ist dreimal so schlecht für die Kinnes. Ich finde, man kann es essen, mir schmeckt die auf jeden Fall deutlich besser wie die 4 Käse Deluxe. Ob ich mir die jetzt nochmal kaufe, den Preis, ich glaube, mir würde trotzdem ein Dreierpack Ja Edelsalami reichen, wo ich mir dann einfach noch was mit drauf mache, das ist so mein Ding, obwohl ich sagen muss, die schmeckt gut, die kannst du essen, die ist was Besonderes, Triple Salami Explosion. Wer hat das schon mal gemacht? Keiner. Der Boden gefällt mir auch sehr gut. Und selbst wenn du nur in den Boden reinbeißt, ist das schön luftig, ist das schön fluffig, gleichzeitig trotzdem knusprig. Wirkt aber trotzdem insgesamt ein bisschen aufdringlich, weil halt diese Chorizo-Wurst so extrem fettig ist. Legt mal so ein Ding in die Mikrowelle, macht das mal an und guckt euch dann die Mikrowelle an. Ich werde das jetzt auch nochmal probieren. Es ist an sich würzig genug. Man müsste gar nichts dran machen. Bei Käse musste ich was dran machen, weil das mir wirklich nach gar nichts geschmeckt hat und diese süße Note mich gestört hat. Hier habt ihr trotzdem herzhaften Geschmack. Wir wollen es jetzt trotzdem mal mit Tabasco probieren. Nochmal. Also auch hier, das Tabasco passt wunderbar dazu. Steht ja auch bei dem Tabasco drauf. Passt gut zu Pizza zum Beispiel. Finde ich, kombiniert sich sehr gut. Kann man dazu essen. Wem es nicht würzig oder scharf genug ist. Das noch drauf. Salami, ja. Würde ich auch nochmal essen, sagen wir es einfach trotzdem. Ich würde es auch nochmal essen. Es ist ja trotzdem eine besondere Kombination, die reinhaut, die ich so noch nicht gesehen habe. Käse kann ich nicht empfehlen, Salami kann ich empfehlen. Verstehe ich aber, wenn die manchen zu viel ist. Das war es von meiner Seite aus. Habt ihr auch die Mario, die Luigi, die Wario und die Waluigi Pizzen getestet von Pizzatainment? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Wie ist euer Eindruck? Was ist euer Geschmack? Es gibt bestimmt manche, die sagen, Salami ist nichts, Käse beste. Und mir ist es andersrum, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.